Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo und herzlich willkommen bei der Kinderpressekonferenz. Ich bin Mimi, bin 9 Jahre alt und ich leite heute die Kinderpressekonferenz. An meiner Seite begrüße ich Markus Anfang. Und heute sind ja ein paar Gäste aus der Giraffenbande zu Besuch und stellen uns ein paar Fragen. Also ihr könnt euch melden und dann, wenn ich euch aufrufe, soll erstmal Frank Schmidt zu euch kommen. Und das Mikrofon dran halten, damit man euch auch hören kann. Also, habt ihr Fragen für Markus Anfang? Also wie sieht denn bei Ihnen so ein Alltag als Cheftrainer von Dynamo Dresden so aus? Also bei mir ist es so, ich stehe jeden Morgen um 5:45 auf. Macht ihr bestimmt auch, oder? Wenn ihr in die Schule geht? Nein? Später, stehe ich später auf. Und dann mache ich mich fertig, dann fahre ich auf die Anlage und dann setze ich mich ins Büro. Dann bin ich so gegen 7 Uhr, kurz nach 7 im Büro. Dann trinke ich eine Tasse Kaffee dabei und dann gucke ich mir schon mal an, was wir an Trainingsprogramm haben, was wir machen wollen. Dann kommen so nach und nach die anderen vom Staff, also meine Co-Trainer, die Athletiktrainer, die Physios, trinken zusammen dann einen Kaffee und unterhalten uns darüber, wie wir es am besten machen, was wir heute im Training machen wollen, wie viele Spieler wir haben. Und dann haben wir so eine Stunde 15 vorm Training, haben wir eine Zusammenkunft, dann setzen wir uns alle hin. Und dann kriegen wir genau gesagt, wer kann trainieren, wer kann nicht trainieren. Und dann gehen wir raus, dann trainieren wir. Nach dem Training kriegen wir hier oben immer ein sehr leckeres Mittagessen. Dann gehen wir alle zusammen zum Mittagessen. Und danach machen wir Besprechungen für, was müssen wir am nächsten Tag machen. Oder wir müssen ein paar Videos zusammenschneiden. Da haben wir extra einen Videoanalyst, der schon ein paar Videos hat, der uns die dann zeigt, wo wir dann besprechen, was für Szenen brauchen wir davon, was wollen wir der Mannschaft zeigen. Ja, und wenn wir das alles fertig haben, dann sind wir in der Regel durch, dann gehen wir irgendwann duschen und dann machen wir uns fertig und dann fahren wir wieder nach Hause. So ungefähr ist das. Und der Zeitablauf, je nachdem, wie lange wir dann brauchen für die Videos, Besprechungen oder was alles so auf der Tagesordnung steht, ist dann auch unser Arbeitstag. Es kann mal länger sein, es kann aber mal kürzer sein. Es kommt immer darauf an, wie gesagt, was wir machen müssen. Aber ansonsten, das ist so der Alltag an sich, den wir haben. Okay, hat noch jemand eine Frage? Du hast bestimmt eine Frage, oder? Nein. Du? Auch nicht? Dann habe ich eine Frage. Ich hätte es mir fast denken können. Wir sind ja ein bisschen wenig. Klar, dass da nicht so viele Fragen. Ja, dann stell deine Frage. Ja, also. Wie gefällt es dir in Dresden? Also nicht, also auch, aber nicht in Dynamo Dresden, sondern direkt in der Stadt. In der Stadt Dresden gefällt es mir sehr gut. Ich finde die Stadt sehr schön. Muss aber sagen, ich war vorher, wo ich hier war, war ich meistens mit Mannschaften hier. Da habe ich nur so ein bisschen von der Innenstadt gesehen. Jetzt habe ich natürlich viel mehr gesehen von Dresden. Und ja, ich fühle mich total wohl. Es ist echt schön, die Stadt. Im Sommer, muss man sagen, kannst du viel machen. Kannst du an der Elbe entlang, hast du immer wieder Möglichkeiten, dich irgendwo hinzusetzen, was zu trinken. Die Frauenkirche ist wunderschön. Ja, und die Menschen sind auch toll und ich komme hier mit allen sehr gut klar. Fühle mich hier richtig wohl. Schön. Aber du wolltest mit mir bestimmt noch mal über was reden, oder? Über deinen Fußball, oder? Hast du bestimmt Fragen zu, was, oder? Was ist denn die wichtigste Übung, die so ein Fußballer eigentlich trainieren muss, dass er gut spielt? Ich glaube, dass du, wenn du das Wesentliche machen willst, also sprich, wenn du Fußball spielen willst, dann hast du immer Möglichkeiten, wie du den Ball von einem zum anderen bringen kannst. Das ist ja dann der Pass. Also das Passspiel ist ganz wichtig, Dribbeln ist ganz wichtig und das ganz Entscheidende ist halt, dass du immer den Ball unter Kontrolle hast. Egal, was du machst. Also der Ball muss das machen, was du willst. Wenn du das kannst, und das musst du immer trainieren. Also du musst immer Passtraining machen, du musst immer Dribbling machen, du musst halt eben viel dafür tun, dass der Spieler mit dem Ball immer zurechtkommt. Weil wenn er das kann, dann kann er sich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Wo kann ich den hinspielen, was kann ich machen? Aber wenn der Ball nicht das macht, was der Spieler möchte, dann wird es halt schwer.
Das ist halt genau das, was ihr jetzt wahrscheinlich viel im Training macht. Dass jeder am besten immer einen Ball hat und sich viel mit dem Ball beschäftigt. Und das kannst du super zu Hause auch trainieren. Hast bestimmt zu Hause irgendwo eine Wand, wo du den Ball gegenschießen kannst. Vielleicht nicht gerade in der Wohnung. Hast du in der Wohnung schon gemacht? Gläser kaputt geschossen? Ja. Habe ich auch. Ich habe auch noch einen Tipp. Ganz viele. Moment, wir reden ja gerade. Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig. Nee, wir sind noch nicht fertig. Okay, Entschuldigung. Ich habe zum Beispiel ganz viele Gläser zu Hause kaputt geschossen. Meine Mama hat immer geschimpft. Die hatte so 7 Gläser. In der Mitte hat die so eine Flasche gehabt und rundherum die Gläser gestellt. Und ich habe die Gläser kaputt geschossen, da waren 2 Gläser weg, habe ich die Gläser anders gestellt, dass das nicht auffällt. Und dann habe ich wieder Gläser kaputt geschossen, aber bei 3 Gläsern war dann irgendwann vorbei. Da konnte man nicht mehr so gut stellen, hat meine Mutter das auch mitbekommen. Ja, war halt so, war nicht so schlimm, meine Güte, war alles in Ordnung. Hauptsache ich habe Spaß gehabt. Hast du ja auch dann zu Hause. Aber draußen ist schon cooler, spiel lieber draußen. So, jetzt du. Ich habe noch einen Tipp von Markus Anhang gekriegt. Es ist besser zuzuhören als zu reden. Nee, ich habe gesagt, am meisten lernst du, wenn du zuhörst. Am wenigsten lernst du, wenn du selber redest. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Aber so ungefähr, wie du es gesagt hast, ja. Das stimmt. Und warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Keine Ahnung. Weil du so viel redest. Ah. Wie genau läuft eigentlich so ein Spielertransfer ab? Das ist eine gute Frage. Also es ist ja so, wenn du einen Spieler zu dir holen willst, weil du den gut findest, dann ist natürlich in erster Linie wichtig, dass man den erstmal kontaktiert. Also du musst ihn erstmal anrufen. Fragen, ob er sich das überhaupt vorstellen kann, willst ihn kennenlernen. Und jeder Spieler hat heutzutage so einen Berater, also einen an seiner Seite, der im Prinzip alles dafür tut, wenn der Spieler den Verein wechseln will, woanders hin will, dass der den Kontakt herstellt. Und der Berater ist so der Vermittler von dem Spieler. Über den läuft das dann meistens, dann kriegst du die Telefonnummer und dann irgendwann rufst du den Spieler an und dann fragst du den Spieler halt, ob er Lust hat, sich mit dir mal zu treffen. Und dann triffst du dich mit dem Spieler, unterhältst dich mit dem Spieler, fragst dem, wie er am liebsten Fußball spielen will, was er am liebsten macht im Spiel. Dann fragst du ihn vielleicht auch privat, wie er privat lebt, ob er eine Frau, Kinder hat, um einfach so ein bisschen was von dem Menschen und von dem Fußballer kennenzulernen. Und wenn du das hast, dann hast du ja so ein Bild von dem, was das vielleicht für ein Mensch ist und denkst ja vielleicht, ja, der passt super zu uns, den würden wir gerne zu uns holen, fußballerisch von der Qualität, also das ist ein guter Fußballer, würden wir den gerne holen und menschlich ist der auch super, ist ein ganz netter junger Kerl, den du gerne haben möchtest. Ja, und dann fragst du halt bei dem Berater nach, okay, was will der denn am Ende, was stellt er sich denn vor, wenn der hier spielen will, weil klar, der muss natürlich auch irgendwo seine Familie dann ernähren. Der muss ja Geld verdienen, so wie eure Eltern auch. Die gehen arbeiten, verdienen dann Geld. Der müsste dann hierher ziehen. Ist das alles möglich? Können wir das alles machen? Und wenn das alles passt, dann ist es meistens so, dass der Spieler dann gerne auch mal hierher kommen möchte, möchte sich die Stadt Dresden angucken, ob Dresden schön ist, möchte sich das Trainingszentrum angucken, wo er denn trainiert. Und wenn wir das alles gemacht haben und das alles ganz gut gelaufen ist, dann versuchen wir mit dem Spieler dann so eine Vereinbarung zu treffen, dass er dann bei uns spielt. Also es dauert immer ein bisschen. Wie ist es für Sie, in so einem vollen Stadion manchmal zu spielen? Also nicht zu spielen, sondern einfach dabei zu sein, so auf dem Platz? Laut. Es ist laut. Gerade bei uns zu Hause, es ist laut. Also ich habe ja selber auch gespielt. Als Spieler ist das ein bisschen einfacher, weil du ja auf dem Platz und dich austobst, du läufst und machst und tust. Als Trainer stehst du ja nur da draußen an der Linie und versuchst deine Spieler irgendwie zu erreichen, da was zu rufen, dass sie was vielleicht besser machen können. Aber da kannst du dir ja vorstellen, wenn es so laut ist, dann hören die dich nicht. Und dann kannst du noch so laut schreien, die hören dich nicht. Aber wir schreien dann trotzdem und versuchen, dass er das irgendwie hört auf der anderen Seite.
aber meistens hört er das nicht. Also die sehen das dann vielleicht mal, wenn du ein bisschen mit den Armen, vielleicht fühlen die das manchmal auch, dass von draußen irgendwas kommt. Und dann gucken die mal raus und dann kannst du mit denen vielleicht mal so ein bisschen reden oder einer, wenn einer nah bei dir ist. Aber sonst ist das schon sehr laut. Aber das ist auch schön, dass das sehr laut ist, weil dann sind immer viele Leute im Stadion und es ist immer Stimmung im Stadion und das ist auch richtig schön. Also wenn du mal unten stehst und hörst die ganzen Leute draußen, wie die schreien und wie die uns anfeuern, das ist schon schön. Ist aber laut. Wie ist es eigentlich, wenn du mal eine gelbe Karte oder so bekommst? Als Trainer oder als Spieler? Als Trainer. Als Trainer ärgere ich mich, weil das nie zu Recht ist. Ich habe nie irgendeinen Fehler gemacht. Zum Beispiel Schmolzer hat letztens auch eine rote Karte bekommen. Ja, der hat auch einen Fehler gemacht. Da ist er ja auch schimpfend vom Platz. Genau. Nein, das ist so, die Schiedsrichter müssen ja versuchen, dass alles ein bisschen ruhiger abläuft und dann gucken die natürlich auch und dann sehen die, wenn ein Trainer draußen ist und der dann vielleicht mal schimpft, weil vielleicht irgendwas so entschieden worden ist, dass der Trainer damit nicht zufrieden ist. Und der eine Schiedsrichter, der sagt, ja, es ist nicht so schlimm, ist in Ordnung, und der andere Schiedsrichter sagt, er will das nicht und dann kommt er halt raus und gibt ihm mal eine gelbe Karte. Sollte nicht passieren, eine gelbe Karte, aber manchmal ist das halt auch so. Aber es ist kein schönes Gefühl, eine gelbe Karte zu bekommen. Wenn Sie genau aufsteigen, wie würden Sie den Aufstieg feiern? Das ist eine schöne Frage, weil darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Weil dafür müssen wir ja erstmal aufsteigen. Und dann lasse ich das eigentlich auf mich zukommen. Weil ich glaube, dass die Jungs, die haben so viel Ideen, die haben viel mehr Ideen als wir. Und dann lassen wir uns so ein bisschen mit den Jungs treiben, wenn das so sein würde. Aber noch ist es noch lange nicht so. Dafür brauchen wir noch viele Punkte. Das heißt, wir müssen noch viel schreien draußen, müssen uns noch viel anfeuern. Und wir müssen noch viele gute Spiele machen und viele Tore schießen. Und dann, glaube ich, werden wir es mit dem Feiern auch hinbekommen. Aber wie ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Wie motivierst du eigentlich deine Spieler vorm Spiel immer? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil die ja selber sehr motiviert in die Spiele reingehen. Jeder motiviert sich ja selber. Also wenn du jetzt in ein Spiel reingehst, wenn du mit deinen Jungs Fußball spielst, dann willst du ja auch unbedingt gewinnen. Und das ist ja genau, und das ist halt das Wichtigste. Und deswegen ist der Spieler ja schon selber motiviert, weil er ja unbedingt gewinnen will. Ich versuche einfach nur den Jungs zu helfen, den Spielern zu helfen, denen zu sagen, was sie vielleicht machen können, damit sie gut spielen, damit sie auch gut zusammenspielen und damit sie auch dann vielleicht das Spiel gewinnen können. Und dann machen wir meistens vor dem Spiel, oder jetzt war es zuletzt was immer so, machen wir einen Kreis, dann nehmen wir uns alle in den Arm. Und dann sagt einer von den Jungs, sagt was und dann feuert er alle nochmal an und dann gehen wir raus. Aber ich selber versuche eigentlich den Spielern immer nur zu sagen, was sie machen können und was eigentlich denen hilft, dass sie guten Fußball spielen. Kann ich noch eine Frage stellen? Ja. Kannst du mal den Fangesang singen? Ich kann noch mitsingen. Nee, ich kann kein Fan singen. Außerdem kann ich überhaupt nicht singen. Ich glaube, das hört sich überhaupt nicht gut an. Aber ich höre dir gerne zu. Ich glaube, die Jungs wollen nicht singen. Möchtest du singen? Ich würde gerne von dir eine Frage bekommen. Er will nicht. Wolltest du singen? Ja. Dann sing mal. Aber ich muss mir erstmal das durch den Kopf durchgehen. Okay, ja, vielleicht haben wir zwischenzeitlich ja noch eine Frage. Ich bin gerade abwesend. Wie genau läuft eigentlich so ein Spieltag ab? Also ich nehme jetzt mal ein Heimspiel, okay? Weil wir das nächste Spiel gegen Freiburg zu Hause haben. Wir treffen uns hier und dann essen wir 3 Stunden vor dem Spiel, haben wir hier ein Essen. Also wenn wir um 14 Uhr spielen, dann haben wir demnach um 11 Uhr unser Essen hier. Treffen uns hier oben, dann gibt es oben für die Jungs halt das, was sie brauchen. Kohlenhydrate, also alles das, was sie brauchen, damit sie dann auch Leistung bringen können. Dann haben sie ein bisschen Pause und dann gehen wir hier spazieren, also einmal über die Anlage kurz,
gehen wir spazieren, dann setzen wir uns im Bus rein und dann fahren wir im Bus ins Stadion. Im Stadion, wenn wir im Stadion ankommen, dann mache ich so 3 Minuten, 4 Minuten, höchstens mal 5 Minuten eine Besprechung. Da sage ich denen, wer spielt und sage denen nochmal, was sie machen können auf dem Feld. Und ja, dann machen die Jungs sich, ziehen sie sich um, machen sie sich fertig und dann gehen wir raus zum Warmmachen. Und vom Warmmachen aus kommen sie ja nochmal rein, dann ziehen sich die Trikots an, dann machen wir einen Kreis, dann freuen wir uns nochmal untereinander an und dann gehen die raus zum Spiel. So ist der Spieltagablauf. Das ist auch auswärts so, nur dass wir halt dann im Hotel essen und dann mit dem Bus hinfahren, also ist ein bisschen anders. Hier treffen wir uns halt hier bei uns in unserem Trainingszentrum. Also vorm Spiel bestimmst du dann immer, welche Spieler auf den Platz gehen oder wie machst du das immer? Wie kannst du, entscheidest du das? Ja, das entscheide ich. Ich entscheide, wer spielt von Anfang an und wer sitzt auf der Bank. Das ist der Chef. Da bin ich der Chef, genau. Der Cheftrainer. Der Cheftrainer auch. Du kannst singen, ja, dann hören wir dir zu. Okay. Aber nicht lachen, ich mag das überhaupt nicht. Bin ich mal gespannt. Du hast keinen Druck, du machst das schon, komm. Aber wenn du das sagst... Dann hast du Angst. Brauchst keine Angst haben. Nein, alles gut. Sing mal. Okay. Ich sing nicht. Nein? Nein. Warum? Weil ich immer mit jemandem zusammen singe, wenn ich singe. Deswegen singe ich nicht. Also ich bin kein Sänger. Doch, bist du. Das Einzige, was ich singen kann, sind kölsche Lieder. Dann sing ein kölsches Lied. Ja, das kannst du aber nicht. Ich singe nur mit einem zusammen. Dann singe ich mit. Aber du kennst das kölsche Lied nicht. Doch. Hier, guck mal, hier sind noch ein paar Jungs. Vielleicht helfen die dir nochmal. Magst du nicht, ne? Nein. Wollt ihr nicht singen? Singt ihr auch nicht so gerne? Ab Sonntag wieder am Stadion, ne? Am Samstag. Ab Samstag. Entschuldigung. Ich sing doch. Guck mal, da haben wir noch. Ich habe mich entschieden. Ich sing jetzt doch. Wissen Sie, warum die Giraffenbande Giraffenbande heißt? Nein, ja. Das wirst du mir jetzt erklären. Ich weiß es. Weil die Stadiongiraffen, die früher die Flutlichter, die hießen, die wurden Giraffen genannt, weil die so groß waren. Ja, ja, das ist die Begründung. Ja. Okay, da ist im K-Block ist ja auch eine Gastronomie, also eine Kneipe, wo du was trinken kannst. Und die haben auch diese Flutlichtmasten überall stehen. Die haben wir uns mal angeguckt mit der Mannschaft, da waren wir drin. Und da haben wir auch so Litfaßsäulen gesehen, die ganzen beklebt sind mit ganz vielen ehemaligen Artikeln über Dynamo Dresden. Also war super interessant, da müsstet ihr mal hingehen. Das ist richtig schön. Kennst du das? Ja? Man traut sich nicht. Ja, und da waren auch die Flutlichtmasten. Genau. Was sind eigentlich so Ihre größten Erfolge, die Sie als Trainer gesammelt haben? Als Trainer bin ich in meinem zweiten Jahr mit SC Kapellen aufgestiegen. Wir waren dann in der Oberliga. Dann bin ich nach Leverkusen gegangen. In Leverkusen bin ich deutscher Meister geworden in der U17. Dann war ich in Kiel. Mit Kiel bin ich aufgestiegen aus der dritten Liga in die zweite Liga und bin dann in der zweiten Liga in die Relegation gekommen zur Bundesliga. Haben es aber leider nicht geschafft. Mit Köln, mit dem 1. FC Köln, bin ich aufgestiegen in die Bundesliga. Ja, das war so bisher das, was ich geschafft habe als Trainer. Also ich habe noch ein bisschen Platz, ich kann noch ein bisschen was erreichen, hoffe ich. So, jetzt wolltest du singen? Jetzt nicht mehr. Ja. Doch, jetzt singe ich, okay. Sing doch mal italienisches Lied. Nein. Obwohl, doch, doch. Du, 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 du. Na, 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 na. Mo, 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 mo.
Forza Dynamo, das war's. Ich habe da ein paar Lippen gesehen, die sich bewegt haben, aber ist nichts rausgekommen. Aber sehr gut. Bist du auch im Stadion am Wochenende? Ja. Ja? Ja, dann mache ich vielleicht wieder, stelle ich den Leuten vielleicht Fragen, hat Papa gesagt. Ja? Das glaube ich, kannst du gut Fragen stellen. Das kriegst du gut hin. So, du hast noch eine Frage. Wo kann man denn mal fragen, wie man Einlaufskind wird? Okay, da kann ich dir nicht so viel zu sagen. Du müsstest dich vielleicht umdrehen und müsstest die Frage da hinten stellen, weil ich kann die leider nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie der Ablauf ist. Aber ich denke, da kriegst du schon eine Antwort. Nur ich bin da der falsche Ansprechpartner, leider. Ich kann euch ja verraten, dass die Giraffenbande in diesem Kalender ja noch einmal laufen wird. Ah, guck mal an. Stimmt, hat jemand Fragen? Herr Alfred, hast du eine Frage? Alfred wollte eigentlich wissen, der war im letzten Trainingslager. Eigentlich hat er mir vorher verraten, er wollte wissen, wo das nächste Mal hingeht. Ich glaube, ja. Mit sich selbst beschäftigt. Da sind wir ja gerade noch in der Planung. Das nächste Trainingslager soll ja im Januar sein. Dass wir direkt Anfang Januar, wenn es geht, noch mal ein paar Tage wegfliegen. Dass wir gute Bedingungen haben zum Training. Es ist, glaube ich, noch nicht 100% spruchreif. Aber wir würden natürlich gerne, wir haben letzte Saison ein super Trainingslager gehabt im Januar in der Türkei. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappen wird, aber es wäre schön, wenn das wieder klappt. Ja. Ja. Hat jemand noch Fragen? Doch, ja. Also wenn wir dann vielleicht in die Türkei fliegen würden ab Januar, trainiert man dann dort auch? Ja, deswegen fahren wir ja dahin, oder deswegen fliegen wir ja dahin. Ja, alle. Alle, die jetzt hier auf dem Fußballplatz immer sind, wenn wir Training machen, die sind alle dabei, wenn wir dann ins Trainingslager gehen. Ja, auch der Scholle, der ist auch dabei. Sind alle dabei. Was war Ihr höchst gewonnenes Spiel, also von allen Mannschaften, die Sie trainiert haben? Also, da muss ich ja leider sagen, das war das Spiel gegen Dynamo Dresden im ersten FC Köln. Ich glaube, da haben wir 8-1 gewonnen. Da hast du gerade eine Frage gestellt. Wusstest du das? Nee? War das spontan? Das war eine gute Frage. Die Antwort ist für die Dynamos nicht so gut. Wusstest du da noch nicht, dass du mal ein Dynamo-Herz hast? Nee, das wusste ich da noch nicht. Ja, konnte ich nicht wissen. Da war ich noch in Köln. Hast du ein schwarz-gelbes Herz? Ja, mittlerweile schon, oder? Cool. Sehr gut. Du musst nur das Mikrofon essen und die Serviette, dann kommt irgendwie schon das Weil das schwarz und gelb ist, ne? Ja. Was war denn Ihr höchst verlorenes Spiel? Boah. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore ich mal bekommen habe. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber wirklich nicht dran erinnern. Ich weiß wirklich nicht, ob wir mal mehr als 4 bekommen haben, weiß ich gar nicht. Das Spiel wurde ja letzte Woche in Saarbrücken abgebrochen. Was ist eigentlich Ihre Meinung so dazu? Ja, wir sind ja, das Problem ist ja, wenn du Fußball spielen willst, dann musst du ja auch irgendwie so ein bisschen die Voraussetzung haben, dass der Ball ja auch rollt. Ne? Du willst ja auch hinter dem Ball herlaufen. Ne? Du willst ja nach vorne spielen, willst du hinterherlaufen. Das war einfach nicht mehr möglich, weil der ist immer liegen geblieben. In den ganzen Pfützen da ist der immer liegen geblieben. Deswegen fand ich, dass die am Ende schon eine gute Entscheidung getroffen haben. Weil man sieht ja dann auch, wenn du dann rutschst und versuchst, den Ball zu bekommen, dann rutschst du immer weiter und dann kannst du nicht mehr stoppen und dann rutschst du in den Spieler rein, dann verletzt sich der Spieler noch und ich finde, das war also aus der Sicht, dass man keinen mehr verletzt, war das schon eine gute Entscheidung. Ob man die hätte vielleicht früher treffen können, dass man vielleicht gar nicht erst dahin fährt, das weiß ich nicht. Das ist schwer. Aber ich glaube, so am Ende, wie sie es entschieden haben,
war das schon in Ordnung. Zu Hause habe ich auch mal gespielt, als es nass war. Und dann bin ich ausgerutscht und habe ich geblutet. Und der Ball ist immer liegen geblieben. Okay. Das war auch blöd. Zu Hause, bei dir zu Hause? Ja. Okay. Ja. Darf ich? Da darfst du, natürlich. Also ich habe auch mal ein Spiel bei Borea gespielt, wo es nass war. Und wir haben ja also einen Trainer von dem Platz, wenn wir Auswärtsspiele machen. Und da hat es halt richtig doll geregnet. Und ich war halt im Sturm draußen und habe halt eine Blutgrätsche abbekommen. Und dann hat es mich hier am Bein erwischt. Und da habe ich jetzt hier so eine eine Narbe, weil meine ganze Haut hier vorne ist weggeflogen und dann musste ich erst mal rausgehen für eine ganze Saison. Für eine ganze Saison? Also für ein Jahr erstmal. Ein Jahr hast du nicht mehr gespielt? Ja. Okay, das ist nicht gut. Also, dann hast du aber ein bisschen mehr gehabt als nur die Haut ein bisschen weg, oder? Ja, schon. Es hat hier runtergeblutet. Naja, gut, das ist ja nicht so schlimm eigentlich, wenn es dann so ein bisschen blutet. Das ist nicht so schlimm. Aber wenn du ein Jahr nicht spielen konntest, also das ist schon... Ich durfte spielen, aber ich durfte halt nicht mehr bei Spielen dabei sein. Ich durfte halt nur ganz leicht trainieren. Okay, hast du bestimmt ein bisschen mehr gehabt, ne? Ja. Ja, das passiert halt manchmal, ne? Das ist halt leider so. Aber gut, hast du auch überlebt, jetzt kannst du auch wieder Fußball spielen, ne? Am Fuß. Also ich habe unten im Hof auch einfach weiter Fußball gespielt und wir spielen so lange, bis es abends wird immer. Bis die Laternen angehen und dann musst du nach Hause? 20 Uhr hatten wir unser letztes Spiel bei Borea. Oh, okay. Ich habe gedacht, weil du draußen gespielt hast. Du hast draußen mit deinen Freunden gespielt. Nee, ja. Draußen beim Spiel. Habt ihr ein Spiel gehabt? Nee, am nächsten Januar oder Februar fahren wir mit unserem Trainer und dem Bus nach Leipzig und haben dort ein Hallenturnier. Das ist gut, oder? So ein Hallenturnier, oder? Gerade in Leipzig. Das ist nicht so gut. Nee, wäre besser hier, oder? Hm. Ja, habt ihr nur ein Hallenturnier? Nein, wir hatten diesen Dienstag eins und da waren halt Talentsucher dabei, wegen Absteigen und Aufsteigen. Ah, okay. Talentsucher, das sagen die euch, dass Talentsucher da sind? Ja. Ehrlich? Dass wir uns mehr Mühe geben. Ah, sonst gibst du ja keine Mühe? Doch. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Ist doch egal, ob jetzt Talentsucher da sind oder nicht. Du willst ja immer gewinnen, oder nicht? Ja, ich war auch davor bei Neustadt. Also insgesamt spiele ich jetzt schon 6 Jahre im Verein und 4 Jahre Dynamo-Fan. Und bei Neustadt habe ich halt auch mal gespielt. Und dann wollte ich halt aber zu einer höheren Mannschaft, dass ich auch mal bei Talentsuchern genommen werde. Weil wir haben dort eine ganz leichte Viva Binis gespielt, obwohl wir schon U10 oder so waren. Und dann wollte ich halt bei einer höheren Mannschaft jetzt. Und dann habe ich ein Probetraining gespielt und bin nach Borea gekommen. Ach, okay. Na, guck mal, hast du dich empfohlen, ne? Weil du gut warst. Ja, und jetzt spielst du bei Borea und jetzt willst du noch besser werden und dann willst du mal bei Dynamo spielen, oder? Das ist doch super, wenn hast du auf jeden Fall schon mal für dich schon mal eine Idee im Kopf, wo du hin willst. Das ist doch gut. Du musst viel trainieren. Ich glaube, der Nächste. Hat noch jemand eine Frage? Alfred hat mir gerade beraten, er möchte gern wissen, wie die Spieler das gemacht haben in Niesky, dass sie 0-8 gewonnen haben. Warst du da? Hast du das Spiel gesehen? Ja, wer hat dir denn am besten gefallen? Wer hat denn super Fußball gespielt? Lemmer. Der ist gut, ne? Hast du das Tor von dem gesehen? Ja? Fandst du das gut? Fandst du nicht gut? Mit welchem Fuß hat er das Tor geschossen? Das weißt du noch? Na, guck mal. Da hast du aber genau hingeguckt. Ja. Ja, die haben richtig Lust gehabt. Die wollten unbedingt gewinnen und die wollten auch alle Tore machen. Und dann sind die rausgegangen, haben viel Spaß gehabt und weil die viel Spaß hatten, haben die so gut gespielt. Weil Niesky in der O, weil Niesky so schlecht ist, eine andere Liga. Weil Niesky so schlecht ist, da haben unsere gewonnen, hast du gesagt. Fünfte Liga, vierte Liga. Ja, aber vielleicht waren auch unsere einfach nur gut.
Die anderen müssen ja nicht immer schlecht sein. Die anderen haben ja auch alles getan. Die haben ja auch guten Fußball gespielt. Aber unsere waren vielleicht an dem Tag besser. Gegen Köln war das 1-8. 1-8 gegen Köln, ja. Das hast auch du dir gemerkt jetzt. Ne? Hat Mama mir gesagt. Hat die Mama dir gesagt, ja. Okay, hat die Mama auch recht, ja. Ist aber schon ein bisschen her. Ist schon ein paar Jährchen her. Da hinten haben wir noch einen. Was? Nein, also deine Aufgabe. Hat jemand noch Fragen? Ja, ist deine Aufgabe. Was war das die weiteste Auswärtsfahrt, die Sie jemals gemacht haben? Also am weitesten weg von Heimat oder so. Jetzt meinst du hier, wo ich hinter allgemein? Ja, wir fahren ja hier, habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen, sehr viel mit dem Bus. Fahrt ihr auch gerne mit dem Bus? Nein, ne? Warum ist so schön mit dem Bus? Fährst du gerne mit dem Bus? Mein Trainer fährt mich immer. Ach, dein Trainer fährt dich immer. Ja, aber wir fahren viel mit dem Bus und wo wir in Elversberg gespielt haben letzte Saison oder jetzt in Saarbrücken, da sind wir aber leider, sind wir zum Glück geflogen. Letzte Saison sind wir mit dem Bus gefahren. Da sind wir schon so 8 Stunden, 8,5 Stunden sind wir schon im Bus. Das ist schon weit. Ich finde es immer blöd, wenn ein Auswärtsspiel ist, weil da ist Papa manchmal weg und dann ist er für ein paar Tage weg und das ist dann blöd. Für ein paar Tage? Der ist doch auch dann nur 2 Tage weg, oder? Ja, das ist aber viel. Ach so, der Papa hat zu Hause zu sein, ne? Ja. Ja? Ist er nicht da und dann machst du dir Sorgen? Nein, ich weiß ja, dass du da bist und ihn beschützt. Ah, okay. Ja, ich beschütze. Wir sind alle da. Wir sind alle da, genau. Das stimmt, dem Papa passiert schon nichts. Aber das ist halt blöd dann. Ist er einfach nicht zu Hause, ne? Muss ich mal ein bisschen selbst beschäftigen. Oder mit der Mama? Ja. Muss mit der Mama was machen. Ist auch gut. Ja. Also der Papa macht ein bisschen Pause von euch. Na, Papa. Jetzt kommt noch mal was. Ich wollte der Alfred was zeigen. Und fragen, ob du dich zu Halloween noch verkleidet hast. Was wolltest du mir denn zeigen? Hast du sowas aufgemalt? Ah, was ist das denn? Oh, das sind Narben. Ja? Ist nicht echt, nee, zum Glück. Stell dir mal vor, es wäre echt. Nee, ich habe an Halloween nichts gemacht. Nee, ich bin da nicht so mit Halloween. Vorgestern. Ich weiß, wann das war, ja. Vorgestern war aber Freitag. Und geht ihr dann auch hier von Tür zu Tür und klingelt? Ja. Und was sagt ihr dann? Suche und was bekommst du dann? Süßigkeiten. Ist das gut? Mhm. Und dann sammelst du ganz viel ein? Hast du ganz viel bekommen? Aber man darf dann nur eins nehmen. Darfst nur eins nehmen? Ja. Weil? Sonst kriegst du Bauchschmerzen? Nein. Nein? Aber du musst dann auch die Zähne putzen, mein, ne? Mein Cousin ist zu spät gekommen. Wer ist zu spät gekommen? Mein Cousin. Vorgestern, zu Halloween, ist er zu spät gekommen? Ja. Okay, hast du mit dem geschimpft? Nein. Nein? Warum ist denn der zu spät gekommen? Du musst das doch machen hier. Weil es bei denen zu lange gedauert hat. Wo war der denn? Meistens so. Wo war der denn? Woher will ich das wissen? Okay. So, siehst du mal. Gute Antwort. Gute Antwort, ja, genau. Trainer, noch was ganz Kurzes. Weil er gesagt hat, er immer bloß eins, ja. Die klingeln ja den ganzen Wohnblock durch und da kriegen sie immer bloß ein Teil. Ah, okay. Und dann wird es natürlich ein Riesenbeutel. Ja, ja. Wenn du viel klingelst, dann kriegst du auch viel. Wer war noch unterwegs, Halloween? Ich. Das habe ich mir überhaupt nicht denken können, dass du unterwegs warst. Ich. Ja. Und von euch, ihr auch? Wart ihr auch unterwegs? Ja. Wie, du hast gar nicht geklingelt, du hast die anderen alle erschreckt. Ich habe Klingelstreich gemacht und die kleinen Kinder erschreckt. Ach, du wolltest gar nichts Süßes haben? Nee. Mit einem Baseballschläger. Womit? Mit einem Baseballschläger. Sitzt du nicht
Sitzt du im K-Block oder daneben? Neben mit meinem Onkel. Mit deinem Onkel. Aber nicht mit dem Baseballschläger, oder? Nicht, dass ich irgendwann mal höre, der K-Block und so, nein, die haben irgendwie Theater gehabt und dann läufst du mit dem Baseballschläger da rum. Nein. Nein, machst du nicht, ne? Mein Papa hat mal erzählt, dass er in Amerika die Kinder, die geklingelt haben, erschreckt hat mit einer Gruselmaske. Und dann sind die immer schreiend weggerannt und der stand immer auf der Straße. Wah! So, was machen wir denn jetzt? Schluss? Machen wir jetzt Schluss? Du kannst ja, musst ja noch fragen. Ob ja, genau. Hat noch jemand eine Frage? Ich glaube, Melitschenko war ja wieder relativ fit. Jetzt hat er sich, glaube ich, wieder verletzt. Wissen Sie schon, was er hat und wie lange er ungefähr ausfällt? Ja, der hat eine Knieverletzung, die muss jetzt, das muss jetzt operiert werden. Da muss ein Doktor mal reingehen in das Knie. Und dann gucken die mal, was da alles kaputt ist. Und dann müssen die das wieder reparieren. Und dann, ja, ich glaube schon, dass er länger ausfällt. Also bestimmt ein paar Monate werden das schon sein. Also ob der jetzt diese Saison noch mal spielen kann, das weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt mal warten, was der Doktor, wenn er da reingeht in das Knie, was er da alles sieht. Aber das wird schon noch dauern, ja, leider. Dürfen Sie eigentlich nur Spieler aus der dritten Liga kaufen oder auch aus der zweiten? Überall. Ich dürfte sogar Messi kaufen. Warum machst du das dann nicht? Tja, frage ich mich auch manchmal. Dann würden wir ja jedes Spiel gewinnen. Vielleicht. Oder weil du nicht das Geld hast. Das ist genau das Problem. Ich glaube nicht, dass der bei uns spielen will. Aber wir dürfen den rein theoretisch kaufen. Wie viel hat Kutschke eigentlich gekostet? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das musst du den Ralf Becker mal fragen, wenn der hier sitzt. Der weiß das, ich weiß das nicht. Wen mögen Sie lieber, Messi oder Ronaldo? Also, ich soll Kutschke sagen. Kutschke. Laut. Kutschke, soll ich sagen. Nee, das ist auch eine gute Frage. Die sind ein bisschen anders, die spielen anders. Der eine ist so mehr so der dynamische, ganz schnelle Spieler, der andere ist mehr so der Dribbler. Aber ich glaube, wenn du beide kriegen kannst, nehmen wir beide, ne? Oder wäre cool, oder? Hätten wir beide bei uns. Guck mal, jetzt ist mir die Hoffnung wieder genommen. Alle besten Spieler nehmen und dann hätte man die beste Mannschaft zusammen. Das ist die Frage. Wenn du immer die besten Spieler nimmst, dann ist halt nicht immer die beste Mannschaft. Das ist halt so. Du musst halt erstmal alle zusammenfinden und müssen füreinander da sein, müssen gemeinsam Fußball spielen, müssen Spaß haben gemeinsam. Weil wenn die alle keinen Spaß haben, dann sind die auch nicht gut. Wissen Sie schon die Aufstellung für diesen Samstag? Nee, ich weiß sie wirklich nicht. Ich würde sie dir aber auch nicht sagen. Wen finden Sie am besten, also von Ihrer Mannschaft, wen finden Sie spielt am besten? Wer am besten Fußball spielt? Ja, von Ihrer Mannschaft. Alle. Alle. Ich sage da nicht einen Spieler. Nein, ich finde die alle gut. Die können alle gut Fußball spielen. So, wie sieht's denn aus? Hat noch jemand welche Fragen? Okay. Aber ich habe noch eine Frage. Ich hätte mich gewundert. Also, wie oft waren deine Töchter schon in Dresden? Da waren sie überhaupt schon mal in Dresden. Das ist jetzt aber unfair. Das haben wir ja vorher besprochen über meine Kinder. Ja, trotzdem. Dass du das weißt. Die waren in der Tat schon beide schon da? Ich hab dir ja vorhin gesagt, ich mach's für die anderen. Du machst das für die anderen, ich weiß. Die waren beide schon da und jetzt am Wochenende kommt meine große Tochter auch wieder hierhin. Cool. Gut, ne? Freue ich mich auch.
Ich weiß. Ja, super. Hätte mich auch gewundert, wenn du das nicht weißt. Also, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann beende ich jetzt die Pressekonferenz. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Samstag zum Spiel kommt. Und es gibt noch eine Frage. Dass ich auch zum Spiel komme. Ah, cool. Gut, dann freue ich mich, euch zu sehen. Tschüss. Sehr gut. Fantastisch gemacht. Sehr gut.